Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 16. Mai 2018 mit dem Tagesbotschaft. So, ich möchte dich bitten, dass du erstmal deine Augen schließt und einfach in der Energie der Klangschale eintauchst und dich auf diesen heutigen Tag einstimmst. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. So, und ich beginne mit dem ersten Botschaft hier mit den Venus-Karten. Und da kommt die Liebesfindung. Sich wandelnde Zeiten, aufgewühlte Emotionen kommen zur Ruhe. Gib dich der reinen Liebe hin. So, ich stelle hier die Karte, damit du das auch sehen kannst. Und lese die Bedeutung vor. Die Zeitkräfte verändern dich nachhaltig. Es wird kaum etwas geben, das diesen mächtigen Wandlungsprozess nicht unterworfen wird. Bringe deinen aufgewühlten Emotionen zur Ruhe, indem du die Stille suchst. Bewerte nicht das, was dir geschehen ist, sondern betrachte es in Ruhe und möglichst neutral und erkenne dann, warum es wirklich geht. Erkenne die wahre Essenz des Lebens, die in der Hingabe an die Liebe besteht. Gib dich der Liebe hin. Also ist ein Wandlungsprozess, heute besonders. Wir hatten ja gestern den Neumond. Wahrscheinlich hat das auch einiges auch bei dir in Bewegung gesetzt und also einiges verändert. Wichtig ist dabei, dass du heute zur Ruhe kommst, dass du die Stille suchst und dass du alles neutral betrachtest, ohne Bewertung, egal was jetzt gerade in deinem Leben eine große Rolle spielt, dass du die wahre Essenz des Lebens erkennst und dass du erkennst, dass die Liebe das einzige Wahre ist, die Liebe. So, ich beginne mit den Karten, mit den Botschaften weiter und da kommt schon die Engel für Optimismus und Schönheit. Ich erkenne die positiven Seiten in meinem Leben. Wichtig ist, dass du deinen Fokus heute auf die positiven Sachen legst, was in deinem Leben gerade ist. Dann kommt Engel für Verantwortungsbewusstsein. Ich bin meine Verantwortung in Liebe bewusst. Übernehme Verantwortung auch in der Liebe ganz bewusst. In deinen Beziehungen, ja. Dann kommt Engel für Veränderung und Wandlung. Alles im Leben ist eine Veränderung. Also eine Transformation, wie ich schon sagte, gestern hatten wir auch schon den Neumond, da ist auch einiges in den Gang gekommen. Und da kommt nochmal Engel für Tod und Wiedergeburt. Jeder Tod ist gleichzeitig ein Neubeginn. Also die Karten zeigen hier, dass sich einiges verändert hat, einiges
also dem Prozess unterworfen ist oder unterworfen war, auch mit dem Neumond und mit den Portaltagen. Und es folgen auch weitere Portaltage in diesem Monat noch, dass sich alles verändert in deinem Leben und dass das normal ist. Und jede Veränderung ist auch eine Möglichkeit für etwas Neues, für den Neubeginn. Also wenn alte Sachen gehen aus unserem Leben, alte Emotionen, alte Gefühle, bestimmte Menschen, dann ist das eine Möglichkeit für neue Begegnungen, für etwas Neues, für Neubeginne allgemein. Ja, so, dann schauen wir nochmal die Drachenkraft-Energien. Und da geht es weiter mit der Transformation, auch heute noch. Ich transformiere alte Energien in mir und wandle sie in kraftvolle Potenziale. Also alles, was so alt ist und wo du noch festhältst, lass los und lass sie transformieren. Und dann halt in diese leichte neue, in der Leichtigkeit und Freude, in diese neue Energie hineingehen. Und da kommt die Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich zu mir und schöpfe daraus neue Kräfte. Dass du dich nicht belügst, dass du dir manche Situationen nicht beschönigst, dass du ehrlich zu dir bist und daraus neue Kraft schöpfst aus dieser Ehrlichkeit. Ja? Und die nächste Karte ist die Fülle. Das Universum hält einen immerwährenden Strom der Fülle für mich bereit. Und dann wirst du auch in diese Fülle kommen, in die Erfüllung. Nicht jetzt nur finanziell, sondern auch der Gefühl an Fülle, wie viel du in deinem Leben doch hast auf allen Ebenen, wirst du das erkennen heute. Ja? Und da kommt der Drachenfeuer. Ich lasse mich von kraftvollen Feuer meine Drachenfreunde durchströmen. Freunde durchströmen. Also Drachenfeuer, dann erweckt in dir eine Leidenschaft, eine innere Leidenschaft, eine Urkraft bei dir, wenn du in dieses Gefühl der Fülle hineingehst und dir bewusst machst, wie viel Segnungen du in deinem Leben hast und dass du dich für das Neue auch öffnest und alles, was nicht mehr zu dir passt, loslässt und zu dir ehrlich bist und sagst du nein, das beschönigst du nicht, sondern lässt du los und richtest deinen Fokus auf diese Fülle in deinem Leben, dann wirst du auch diese Leidenschaft, diesen Feuer, diese Freude in dir wahrnehmen können heute. Das ist die Tagesbotschaft für den 16. Mai. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.